Herzlich willkommen bei triathlonszene.de. Ich hoffe, alles funktioniert, Technik steht, ihr habt Ton und Bild und alles ist soweit wunderbar. Ich gucke mal ein bisschen hier auf meine Anzeigen, sieht gut aus. Die ersten sind schon im Chat. Schöne Grüße von hier aus Freiburg. So, ich habe ein tolles Programm für heute Abend und bin tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt. Das ist nicht selbstverständlich, denn ich habe über 1200 solche Sendungen gemacht und wirklich mit vielen Leuten gesprochen, aber heute ist ein besonderer Tag. Christoph Strasser ist hier und ich habe mir tatsächlich seit Jahren immer wieder versucht, jetzt auch mal eine Anmoderation aufzuschreiben. Und mir ist es wirklich schwer gefallen. Normalerweise brauche ich dafür ein, zwei Sätze. Aber ich habe sein Buch gelesen und da werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Und letztendlich, was ich euch sagen will, Leute, ist, dass alles, was ich mir da überlegt habe an Vormoderation, an Sachen, um das vernünftig darzustellen. Ich habe mir am Schluss gedacht, Leute, das ist alles Gequatsche. Und stattdessen zeige ich euch jetzt mal einfach von dem, was Christoph Strasser gemacht hat bei seinem 1000 Kilometer Weltrekord. Und ich zeige euch das ohne Ton in ein paar Sekunden einfach anhand von ein paar Zahlen. Ihr seht jetzt mal die Durchschnittsgeschwindigkeit jeweils immer 100 Kilometerweise und ihr seht immer den Gesamtdurchschnitt, den er bis dahin gehalten hat, und guckt euch das mal an und dann versteht ihr wahrscheinlich, wovon ich gerade geredet habe. Achtung, los geht's. Alles klar? Und hier ist er. Wir haben zu Gast Christoph Strasser. Grüß dich, Christoph. Hallo, grüß euch. Servus. Christoph, sehr schön. Toll, dass du Zeit hast. Das war alles sehr spontan. Und ich hoffe, dir hat auch diese kleine Anmoderation gefallen. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin immer noch ganz ergriffen von diesen Zahlen. Wie geht's dir, wenn du das siehst? Weil das Ganze war ja für dich auch eine Überraschung, dass die Geschwindigkeit so hoch ist. Die Details, die sehen wir ja gleich noch. Aber wenn du nur praktisch diese 44 siehst und am Schluss ein 42er Schnitt. Checkst du das heute schon, was da passiert ist an dem Tag? Ja, mittlerweile check ich es schon. Und ich habe jetzt wirklich bei den Zahlen wieder gesehen, es ist echt brutal, wie lang das so hoch oben blieb, ist der Durchschnitt. Und dass es am Schluss halt leider doch ziemlich deutlich abgefallen ist, sonst wäre vielleicht noch ein bisschen mehr möglich gewesen. Also das soll jetzt nicht jammern auf hohem Niveau sein, aber halt einfach auch dem Fakt geschuldet, es ist so wahnsinnig gut gelaufen. Ich habe wirklich ja 1,5 Jahre eigentlich für das Ganze trainiert, weil ursprünglich wollte man es ja 2020 schon machen, aber schlussendlich hat es dann nicht auf 2021 verschoben und ich war wirklich körperlich topfit, Material war sehr gut und wie gut es dann alles zusammenpasst, und ist mir eigentlich erst während der Fahrt bewusst worden. Aber es hat dann die letzten 9 Stunden geregnet und es hat dann doch ein bisschen den Schnitt noch gedrückt, sonst wäre vielleicht sogar noch ein paar Kilometer mehr am Dach gestanden. Ja, Christoph, weißt du, und das ist schon wieder so ein Ding, dass du sagst, es hat die letzten 9 Stunden geregnet, weil das ist schon wieder so eine krasse Dimension. Weißt du, so lang geht ein normales Radrennen gar nicht. Und das ist bei dir dann im Prinzip die Schlussphase. Also das nochmal als kurzer Hinweis, aber noch vielleicht ein kleiner Hinweis für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr müsst auf die Website gehen von Christoph Strasser und euch das Video angucken, das gemacht wurde von dem Rennen. Sonst kapiert man es nicht. Man kapiert es nicht, weil man hört so, man denkt sich so, okay, Zeitfahren, Aeroposition, dünner Einteiler und sowas, aber am Schluss wird mit einer dicken Jacke gefahren und das ist natürlich eine ganz andere Kiste nochmal und ist einfach nur knallhart. Also Christoph, ich ziehe meinen Hut. Ich möchte den Zuschauerinnen und Zuschauern das Ganze nochmal kurz in einer ganz furztrockenen Übersicht zeigen, einfach mal nur die Zahlen hier. Das ist am Schluss, was rausgekommen ist. Die Zahlen, du siehst es ja auch, 24 Stunden, 1026 Kilometer. Und wir müssen nachher noch reden über die Kalorienaufnahme, über die Getränkeaufnahme. Das sind ja ganz wichtige Punkte und wir als Triathleten sind da natürlich auch wahnsinnig dran interessiert. Aber das mal erstmal das, was passiert ist.
Ich möchte das nochmal kurz ein kleines bisschen illustrieren. Christoph, vielleicht kannst du das dann mit mir zusammen kommentieren. Eine Grafik, die gezeigt hat, was eigentlich der Plan war und was du dann tatsächlich abgezogen hast an diesem Tag. Und da habe ich hier eine Darstellung geklaut vom Fernsehen. Und vielleicht kannst du es mal selbst kommentieren, Christoph, was sieht man da? Bist du noch da? Ja, ich höre dich. Es war jetzt gerade kurz verzögert. Mhm. Alles klar. Okay, erklär uns mal, was wir auf dieser Grafik sehen können. In Gelb. Also, jetzt muss man kurz helfen. In Gelb sehen wir die Geschwindigkeit, oder? Ja, genau, wir sehen die Geschwindigkeit und die dann zum Ende hier ein bisschen abfällt. Aber ich finde besonders interessant auch diese Durchschnittslinien, die da eingezeichnet sind. Einmal, was das der Plan war und was du dann tatsächlich gemacht hast. Deswegen fand ich diese Grafik so besonders. Es war so, ich habe im Prinzip immer in Leistung gedacht, weil die Leistung ist das, was ich tatsächlich steuern kann, was ich dosieren kann, was ich unter Kontrolle haben kann. Und wir wissen ja alle, Radlfahren ist ein sehr physikalischer Sport, das heißt, da kommen ganz, ganz viele Faktoren dazu. Es war grundsätzlich so, dass die Strecken war ein selbst ausgesuchter Rundkurs. Und das war jetzt an einem Flughafen, die Rundumstraße sozusagen um das Gelände. Da hat es aber doch einige engere Kurven gegeben, die man zwar schnell durchfahren kann, aber die dann, wenn es dunkel wird in der Nacht, es war die Straße nicht beleuchtet, es war keine Straßenmarkierung, weil das halt ein gesperrtes Gelände sozusagen ist, war es dann manchmal doch schwierig, in den Kurven die Ideallinie zu halten. Und es waren ein paar Höhenmeter drinnen, ganz in eine Richtung mit 35 fort und in die andere mit 50 oder so. Und mit 50 auf eine Kurve zufahren in der Nacht ist natürlich doch eine gewisse Challenge. Aber das hat halt echt wahnsinnig gut funktioniert und ich habe gewusst, meine Leistung, das haben wir ein Jahr vorher schon berechnet. Ich kenne meine VO2 Max, ich kenne meine VLA Max, also diese beiden Schwellenwerte, die halt, oder diese Leistungswerte, die sehr relevant sind. Das haben wir im Vorfeld berechnet. Wo soll ich stehen am Start bei diesen Werten? Wie müssen wir trainieren, damit ich dorthin komme? Und was ist dann mit diesen Werten möglich? An Fettverbrennung, an Kohlenhydratzufuhr und an Leistungsoutput. Und es war ziemlich klar, es werden 270 bis 275 Watt Leistung möglich sein. Und genau so hat es dann auch funktioniert. Nur das große Aber, dass es mit ca. 270, 275 Watt so einen Speed ergibt. Das war die große Überraschung. Und es war deswegen eine Überraschung, weil ich die ganzen Einzelteile vom, sagen wir mal, optimierten Setup nur in einzelnen Trainings einzeln getestet habe. Das heißt, ich bin einmal mit dem Zeitfahranzug trainieren gewesen, einmal mit dem Zeitfahrhelm, einmal mit den Schläuchen, einmal mit der Kette, weil das halt alles erstens sehr verzögert geliefert worden ist. Wir haben das alle miterlebt, die ganzen Engpässe, gewisse Dinge haben monatelang Wartezeit gehabt. Und du kannst halt mit einem Einteiler und dem Zeitfahrhelm nicht wirklich vernünftig auf der Straße trainieren. Das ist einerseits gefährlich, es ist zu heiß im Sommer. Und deswegen habe ich das Gesamtpaket mit allen Optimierungen nie wirklich ausgiebig gemeinsam getestet. Und jetzt habe ich auch nicht wirklich gewusst, dass es so viel Geschwindigkeit ergibt. Das war dann echt die große Überraschung. Christoph, lass mich da kurz einhaken. Also du hast gesagt, du bist natürlich da auf einem Rundkurs auf dem Flughafen und das war ja nicht mehr als eigentlich ein gut asphaltierter Feldweg, würde man sagen. Also es war ja keine Straße mit Mittellinie, sondern es war wirklich schmal und du bist die Nacht durchgefahren und es gibt ja da keine Straßenlaternen, sondern es war wirklich stockdunkel. Du fährst in Aeroposition, am Schluss auch noch im Regen, stockdunkel auf eine Kurve zu und hast aber die Scheinwerfer von deinem Begleitfahrzeug hinter dir und die sehen aber auch die Straße nicht richtig. Ist das so ungefähr richtig wiedergegeben? Das ist, ja genau so ist es. Wir haben da einen 15-minütigen YouTube-Film, wo man da ein paar Einstellungen sieht in der Nacht. Wenn ich das Ganze nochmal machen würde, das Einzige, was ich anders machen würde, wäre
ein paar Scheinwerfer in den Kurven aufzustellen in der Nacht. Ansonsten war es wirklich so, die Straßen, man muss das halt wirklich pragmatisch sehen. Und wir haben das irgendwie gesehen, die zwei Triathlon-Profis, die in Deutschland sich dieses Battle geliefert haben, da sind Steilkurven auf der Autobahn errichtet worden. Da war ein Riesenbudget dahinter, das war ein Riesenspektakel. Das war bei mir halt nicht so. Das heißt, wir haben einfach die Verhältnisse so genommen, wie sie in der Realität quasi vorhanden sind. Und ist irgendwie auch so der Spirit. Ich wollte jetzt nicht irgendeine frisch asphaltierte Strecke, die perfekt für mich gebaut worden wäre, abgesehen davon, dass es nicht realistisch gewesen wäre. Aber ich wollte halt von den vorhandenen Möglichkeiten die beste finden. Und natürlich gibt es die perfekte Strecke nicht, sondern man muss halt irgendwie Kompromisse eingehen. Und die Strecke rund um den Flughafen hat sehr, sehr viele Vorteile, nämlich kein öffentlicher Verkehr. Du musst nicht irgendwie mit Polizei die Strecke sichern. Der Asphalt war gut und die paar wenigen Nachteile waren halt keine Straßenmarkierung und keine Beleuchtung. Das waren die einzigen zwei kleinen Minuspunkte. Nur ist es halt so, wenn du den Kurs schon 20, 30 Runden gefahren bist und danach wird es dunkel, du kennst dir das schon auswendig und du weißt die Kurven schon auswendig. Wenn du in der Nacht starten würdest, wäre es halt wesentlich schwieriger. Ja, danke für die Erläuterung. Und ich kann wirklich nur alle Zuschauerinnen und Zuschauer ermuntern, tatsächlich auf YouTube oder auch auf der Website von Christoph Strasser sich die Clips anzugucken, weil man kapiert es einfach nicht. Allein auch schon vom Wetter her kapiert man es nicht. Das muss man gesehen haben, also zieht euch das rein. Aber Christoph, ich wollte eigentlich mit dieser Grafik, die hier zu sehen ist, da ist sie, wollte ich noch auf so ein paar Zwischenstationen zu sprechen kommen. Also du hast ja schon gesagt, es ist gegen Ende ein kleines bisschen abgefallen, aber da kommt so ein bisschen so eine trübe Stimmung in das Ganze rein, weil eigentlich ist es ja sensationell gelaufen. Da sind nämlich ein paar Zwischenmarkierungen drin in dieser Grafik und ich sage jetzt mal, worauf ich hinaus will. Also diese rote Linie da, das war eigentlich der Plan. Das ist das, was du leisten wolltest an dem Tag. Und das, was du dann tatsächlich als Durchschnitt rausgeballert hast, das ist dann die Linie, die da oben drüber ist, diese grüne Linie, also erheblich schneller. Und wir können das auch nochmal in kmh ausdrücken. Was war in kmh so der Plan und was hast du nachher an kmh tatsächlich geschafft? Also die aktuelle Rekordmarke ist bei 914 Kilometern gelegen. Und du musst mir jetzt kurz helfen, ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf. Um diese Rekordmarke zu erreichen, war ein Schnitt nötig von 38. 38, irgendwas, genau. Ja. Und das war das offizielle Ziel. Ich habe natürlich inoffiziell gewusst, dass ich wesentlich mehr schaffen kann, wenn nichts Gröberes passiert und wenn ich nicht einen schlechten Tag erwische und wenn der Plan aufgeht. Nur das war sozusagen das Minimalziel, dass ich über diese 9,14 drüber komme, aber es war ja schon die Hoffnung da, am Ende des Jahres bei einem zweiten Versuch die 1000 Kilometer zu schaffen. Und eigentlich habe ich dafür in Colorado auf 1800 Meter Seehöhe so eine NASCAR-Strecke, so ein 1 Meilen großes Oval, wo Autorennen gefahren werden, gemietet und dort wollte ich, weil es halt natürlich in der Höhenlage weniger Luftwiderstand gibt und du mit der gleichen Leistung schneller fahren kannst. Und auf 1800 Meter ist der körperliche Nachteil noch nicht wirklich gravierend vom Leistungseinbruch her oder von der Einbuße her. Und jetzt war ja das im Zeltweg sozusagen die Generalprobe, um Equipment zu testen, die Ernährung zu testen und 2 Monate später hätte das in Colorado stattfinden sollen. Nur nach Colorado sind wir nicht mehr gefahren, weil es halt irgendwie in Zeltweg schon so sensationell gut gelaufen ist und sowieso die Einreisebeschränkungen in die USA noch aktiv gewesen wären. Und deswegen habe ich schon gewusst, in Colorado möchte ich 1000 fahren. Wenn ich jetzt nur unter Anführungszeichen 9,14 schaffe, dann kann ich mich nicht um 86 Kilometer verbessern. Das gibt auch die Höhenlage nicht her. Aber ich habe jetzt schon so insgeheim gehofft mit zum Beispiel 40 km/h Schnitt, dass ich 69 schaffe. Das war so mein internes Ziel, das ich nicht wirklich ausgesprochen habe. 960 Kilometer und das wäre eine Verbesserung des Rekords gewesen. Ich glaube sogar deines eigenen Rekords. Stimmt das, Christoph? Ich glaube, du hattest irgendwie schon 914
Und das wäre dann also knapp drüber gewesen, wobei ich meine, das ist dann auch von aus 60, das sind wie viel? 54 Kilometer mehr. Muss man auch erstmal schaffen. Ja. Es ist ja immer das Ding bei so langen Strecken, dass man mal sich sagt, so, ah ja, komm, eine Stunde hin oder ja, ist dann auch egal. Aber das ist eben nicht egal, das muss man erstmal bringen. Ja, da muss ich kurz korrigieren. Ich habe den Rekord schon einmal aufgestellt mit 8,96 und dann ist er von einem Slowenen, vom Stanislav Verstovcek, auf 9,14 verbessert worden. Das war die aktuelle Bestmarke. Ich selbst habe einmal schon 9,13 geschafft, aber im Zuge eines 24-Stunden-Rennens. Das war zwar Einzelzeitfahren ohne Windschatten, aber alles, was quasi in einem Rennen passiert, wird nicht als Weltrekord anerkannt, weil es halt doch wirklich dann auch psychologische Vorteile hat, wenn andere Fahrer unterwegs sind und so. Das heißt, das war sozusagen inoffiziell, habe ich 9,13 einmal gehabt. 9,14 war die Bestmarke vom Stanko. Und da wollte ich eben drüber kommen, ja. So, und jetzt gehen wir da mal durch diese Grafik nochmal durch, weil das Beste kommt ja erst noch. Also, wir haben ja gesehen, 38, irgendwas km/h war das Ziel und geschafft hast du knapp 43 km/h im Schnitt über 24 Stunden, also 42,7. Also, es ist wirklich unfassbar, aber das Allerkrasseste, finde ich, haben wir noch gar nicht erwähnt. Also, es ist hier in dem Buch und das müsst ihr euch mal angucken hier von Christoph Strasser, geschrieben auch von David Misch, richtig? Ne? Genau, David Misch, ein früherer Radkollege von mir, der jetzt schon das dritte Sportbuch geschrieben hat. Und der ist wirklich ein guter Schreiber und ich bin der gute Radfahrer. Das war eine gute Zusammenarbeit. Wir kommen noch auf Details aus diesem Buch und das könnt ihr natürlich jetzt nicht lesen, aber hier ist schon in Tabellenform das drin, was eigentlich jetzt hier in dieser Tabelle, in dieser Grafik mich so flasht. Und zwar lese ich das jetzt mal vor, weil ich weiß nicht, ob der Christoph das richtig sehen kann, aber vielleicht hast du das auch auswendig. Also, passt mal auf, das sind diese kleinen grünen Schilder. Im Vorbeifahren hat er gemacht. Moment, jetzt sehe ich selber nicht mehr. Da ist es. Also, den 100 Kilometer Weltrekord mal eben mitgenommen. Dann weitergefahren zum 100 Meilen Weltrekord. Weitergefahren, alles im selben Rennen zum 200 Kilometer Weltrekord. Dann zum 300 Kilometer Weltrekord, wo ich mir denke, Christoph, also geht's noch, ja, und es ist noch gar nicht fertig, sondern es geht jetzt noch so weiter. Danach kommt der Weltrekord über 500 Kilometer, über 12 Stunden der Weltrekord, über 500 Meilen und dann schließlich über 24 Stunden Weltrekord und der 1000 Kilometer Weltrekord. Alles das in einem Rennen. Und am beeindruckendsten, Christoph, finde ich, dass dieser 100 Kilometer Weltrekord, dass man den so im Vorbeifahren oder dass du den im Vorbeifahren so mitnimmst, das verstehe ich irgendwie nicht, weil das ist ein ganz großer Unterschied, ob man 100 Kilometer fährt oder 1000 Kilometer und auch ob man 200 Kilometer fährt oder 1000 Kilometer. Das ist eine ganz andere Nummer. Du kannst nie und nimmer damit gerechnet haben. Und wie erklärst du dir das, dass das passiert ist an dem Tag? Also, ohne das jetzt tief zu stapeln oder klein zu reden, ich bin mir wirklich nicht sicher, wie aussagekräftig der 100-Kilometer-Weltrekord ist. Also, ich bin es in 2 Stunden 12 gefahren. Aber ich bin mir nicht sicher, wie viele Menschen das schon wirklich ernsthaft versucht haben, weil jetzt kommt das ist jetzt eher so ein Background-Info: die World Ultra Cycling Association, WUCA, ist eben verantwortlich, um diese ganzen Rekorde zu dokumentieren und zu verifizieren. Und sie haben eben jetzt ein paar neue Kategorien eingeführt, also zum Beispiel das 300 Kilometer oder 500 Kilometer, das gibt es noch nicht so lange. Und es war bis jetzt immer so, dass jemand, der einen 24-Stunden-Rekord geschafft hat, die anderen quasi mitnimmt, vor allem das 300, 500, 500, 300 Meilen und so weiter, weil es niemals jemand alleine versucht, kein Mensch geht jetzt hin und sagt, er fährt 300 Meilen, sondern das wird immer im Zuge von 24 Stunden mitgenommen. Und ob jetzt da welche von den zum Beispiel Profis 100 Kilometer Zeitfahren schon einmal gemacht haben, ich weiß es nicht. Das wäre nämlich wirklich interessant, das würde mich selbst sehr interessieren, wenn wirkliche Radprofis auf diese Distanz Vollgas geben, was bei denen möglich ist.
aber ich denke, der kommt dann wahrscheinlich aus England, oder? Also ich meine, bei den Briten ist doch ständig so eine große Amateur, ja, du redest jetzt von Profis, ne? Aber da gibt es eine sehr harte Amateurszene, die so 100 Kilometer Zeitfahren machen oder 100 Meilen oder was, alle möglichen Sachen. Also die haben da schon Bock auf lange Zeitfahren. Genau. Und genau, und das möchte ich eben noch mal erwähnen. Ich bin mir nicht sicher, welche Leistungen da jetzt alle berücksichtigt worden sind bei der Rekordmarke, die ich jetzt da quasi mitgenommen habe. Könnte sein, dass eben solche Experten aus Großbritannien da nicht wirklich verifiziert sind. Und deswegen, mich freut es, und es ist halt unglaublich, dass ich die ganzen Bestmarken mitgenommen habe, aber das ist für mich jetzt nicht so das ganz große Thema. War wirklich so ein Goodie, aber ich denke mir, das, was für mich wirklich zählt, war, was noch 24 Stunden am Tacho oben steht. Christoph, wir machen einen kleinen Break. Wir wollen uns gleich noch ein paar, Moment, wo ist er hier? Ein paar Bilder zusammen anschauen, die ich mir runtergeladen habe aus eurem Pressebereich von deiner Website, die mir ganz gut gefällt. Und vielleicht kannst du uns dann gleich mal beschreiben, was man da genau drauf sieht. Wir sind ja alle vom Fach und interessieren uns für so Kleinigkeiten, weißt du, wie Aerohelm oder Sitzposition. Dann kommen wir noch zur Ernährung und solchen Sachen. Ich gucke mal kurz in den Chat, wir haben ja Zuschauer. Und da will ich mal schauen, was da geschrieben wird. Also guten Abend, hallo zusammen. Und dann schreibt Ben501, dieser Gast freut mich so sehr wie schon lange kein Gast mehr. Schon lange kein Gast mehr, schreibt er noch hinterher, kein Gast. Und dann schreibt Ciclista Roberto, servus zusammen, ich habe das live verfolgt auf dem Militärflugplatz. Gratulation, großartige Leistung bei schwierigen Wetterbedingungen. Was sagst du dazu, Christoph, war einer live dabei? Ja, sehr cool. Wir haben wirklich dort, obwohl es jetzt schwierige Umstände waren, wir haben halt, so Zuschauerreglementierung noch gehabt. Also es haben nicht so viele Leute kommen dürfen. Es hat einen kleinen Bereich gegeben wegen Corona-Geschichte und so weiter. Und danach ist schlechte Wetter und trotzdem war gute Stimmung und es waren einige Leute da. Und es war für mich schon sehr, sehr cool, das zu merken, dass da Leute kommen und mich anfeiern und dabei sein und mitfiebern. Das hat wirklich für meine mentale Stärke sicher noch ein paar Körner gebraucht, ja. Letzter Kommentar so vorab ist von Mathis Steinlaus. Er sagt, die perfekte Strecke bauen dir die Chinesen, oder? Verstehe ich nicht ganz. Christoph, verstehst du, was damit gemeint ist? Hast du was mit den Chinesen zu tun? Nein, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie das gemeint ist, aber ein Kollege von mir, der auch Betreuer war, der hat zum Beispiel auch mit dieses Argument ein bisschen entkräftet, wo man das mit einem 2-Stunden-Marathon verglichen hat, wo diese Schallmauer quasi dann auch eines Tages gebrochen wurde mit 1 Stunde 59 oder so. Nur hat er dann auch richtig gesagt, das ist halt auch im Prinzip inszeniert gewesen. Der hat ganz viele Pacemaker gehabt, mehr als in einem echten Marathon. Sie haben eine neu asphaltierte Strecke gehabt, die perfekt darauf ausgerichtete äußerliche Umgebung sozusagen. Und das war halt der große Unterschied, dass wir das gemacht haben auf einer Strecke, die es gegeben hat und die gut, aber nicht perfekt war. Und ohne Steilkurven auf der Autobahn, ohne neuen Asphalt und ja, einfach das Beste aus dem machen, was da ist. Ja, Christoph, und du musst ja auch letztendlich das nehmen, was du da kriegst. Also das ist ein Militärflughafen, du kannst ja nicht sagen, oh, wisst ihr was, heute ist das Wetter ein bisschen frisch. Wir verschieben es auf morgen. Das würde ja nicht gehen, sondern es ist so ein bisschen friss oder stirb, ne? Und das hat natürlich dann am Schluss noch eine große Rolle gespielt in dem Ganzen. Also du warst da schon ganz schön auf dich alleine gestellt. Ja, wir hätten ein Zeitfenster gehabt von ein paar Stunden, wo wir verschieben hätten können. Aber es war halt so, die Wetterprognose hat gesagt, es wird definitiv regnen. Und es wird wahrscheinlich am Ende, wird der Regen stärker. Das heißt, wenn man es nach hinten verschiebt, wird es noch schlechter. Das heißt, wir haben dann eigentlich wieder so früh begonnen, wie ursprünglich geplant. Und ich muss schon dazu sagen, das Wetter war gut. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kurios, aber es war Mitte Juli und es hat 15 Grad gehabt. Das war so angenehm kühl. Das ist eigentlich wie ein Jackpot. Das ist ein Lotto-Sechser, weil du kannst im Juli 35 Grad haben und dann wird es wirklich schwer. Dann wird es körperlich unglaublich hart. Und wir haben kaum Wind gehabt. Es hat Tag und Nacht konstant 15 Grad gehabt. Also besser geht's nicht. Und auch danach im Regen war es nicht wirklich kalt. Also wenn man sagt,
Wetter hat drei Komponenten. Das ist einerseits Temperatur, das ist Wind und das ist Niederschlag. Dann waren zwei Komponenten perfekt und eine Komponente war 15 Stunden perfekt und 9 Stunden halt nicht gut. Also unterm Strich kann man sagen, Wetter war schon recht fein. Christoph, ich weiß nicht. Aber ich bin also, halt, ich bin ist, halt es so, ist es so deine psychische Besonderheit irgendwie? Also das soll jetzt nicht so wie so ein Dachschaden klingen, aber halt so das Positive aus den Dingen rausziehen. Weil ich glaube, für die meisten Menschen wäre es kein gutes Wetter gewesen, sondern ziemlich hart sogar. Also ich habe jetzt diese ganze Reportage nicht gesehen, sondern das, wo du halt dann am Schluss gefahren bist. Und da war natürlich das schlechte Wetter da. Und du hast ja auch später eingeräumt, okay, es war nicht die ganze Zeit so schlecht, aber 15 Grad. Man sagt doch oft so, alle 8 Grad Lufttemperatur sind 1 km/h. Also je kälter die Luft ist, umso schwerer ist es auch, umso mehr Luftwiderstand hast du. Also hätte schon vielleicht irgendwie 23 Grad sein können, oder nicht? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das stimmt, weil also man sagt ja, umso wärmer das Wetter ist, umso dann hast du Hochdruckgebiet. Und sogar der Bradley Wiggins hat bei seinem Stundenrekord in London gesagt, sein Problem war das gute Wetter, weil durchs gute Wetter war der Luftdruck höher und bei schlechten oder bei Tiefdruckgebiet hast du weniger Luftwiderstand. Aber vielleicht sollte man da jetzt, bevor wir meteorologisches Halbwissen verbreiten, nicht zu weit in die Tiefe gehen. Nein, aber jedenfalls ist es so, ich habe beim Race Across America schon echt schlechtes Wetter erlebt. Also oder beim Race Around Austria, wo du im Schnee am Großglockner irgendwie oben stehst oder in Amerika bei 47, 48 Grad durch die Wüste. Also ich habe schon andere Dinge erlebt und deswegen kann ich sagen, sehr viele Menschen jammern sehr gern und sehr viele Menschen finden sehr gern Ausreden, warum irgendwas nicht funktioniert. Und ich habe gemerkt, das bringt auch nicht weiter, weil wenn man was tun möchte, dann findet man Lösungen, damit umzugehen. Und wenn man halt Ausreden sucht, wird man Ausreden finden. Aber das ist irgendwie nicht so mein Zugang. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich mir alles schön rede oder so das, weiß ich nicht, ein chronischer Positivdenker bin, weil ich denke eigentlich nicht oft so positiv, sondern eher realistisch. Ja, das kommt auch in deinem Buch sehr gut raus. Ich möchte es nochmal erwähnen. Also vielleicht kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen näher drauf, wie das Buch entstanden ist, diese Dinge, aber so, es gibt ein Kapitel, da geht es um die Entmystifizierung von so unmöglich klingenden Aufgaben. Und das ist so ein Style, Christoph, dass du halt sagst, okay, also wie sieht es jetzt sachlich aus? Ist es wirklich ein unerklimmbarer Berg oder was müsste man, ich habe es in die falsche Kamera gehalten, was müsste man tun, um es doch möglich zu machen? Und das habt ihr auch, glaube ich, an der Ernährung ein bisschen näher aufgeschlüsselt in dem Buch. Vielleicht sprechen wir gleich, nachdem wir uns die Bilder angeschaut haben, die ich hier noch auf Folien habe, mal über diesen Ernährungsaspekt, so das Machbare möglich machen. Das ist ja ganz wichtig und natürlich auch für Triathleten immer wieder absolutes Hebthema. Christoph, wir haben uns schon die Köpfe heiß geredet in unseren Foren und diese ganzen, was ist die beste Ernährung ist. Und du musst es wissen. Also das wollen wir vielleicht nachher von dir ein paar Tipps ablauschen. Lass uns zunächst ein paar Fotos anschauen. Und ich fahre mal ab hier mit einem Foto, das hier. Christoph, du kannst das Bild auch sehen. Ja. Auch diese Sitzposition ist das Ergebnis von Arbeit und du bist da ein Stück Weg gegangen. Was siehst du in diesem Bild, wenn du die Sitzposition siehst? Was war für dich so der größte Durchbruch und was fällt dir bei dem Bild als erstes auf? Ja, ich habe Rückenschmerzen gehabt in der Sitzposition ordentlich, aber zum Glück hat sich das noch ein paar Stunden wieder verringert. Das ist etwas, was ich selbst nicht verstehe. Es ist mir unerklärlich, das ist in Amerika auch meistens so. Du hast noch 2, 3, 4 Stunden, wären die Rückenschmerzen echt brutal. Also ich würde sagen, auf der Schmerzskala, die maximal bis 10 geht, also 10 ist unerträglich und Abbruchgrund, war ich bei 9 bis 9,5, also wirklich brutal, obwohl ich sehr viel in der Position trainiert habe. Nur es ist ein Unterschied, ob du im Training im Grundlagenbereich 5 Stunden fährst oder ob du dann im Wettbewerb quasi im Hochleistungsbereich 5 Stunden fährst, du hast halt einfach mehr Belastung auf der Lendenwirbelsäulenmuskulatur und auf der Gesäßmuskulatur. Aber
Es ist tatsächlich so, ich war im Windkanal, also nicht im Windkanal, Entschuldigung, auf der Bahn in Augsburg und wir haben halt verschiedene Sitzpositionen durchgetestet, verschiedene Outfits durchgetestet und dann immer gemessen, wie viel Watt dann nötig für die gleiche Geschwindigkeit. Und da habe ich doch von meiner vorigen Position 15 Watt einsparen können. Und das ist halt echt mächtig viel. Nur die Sitzposition aktiv zu halten, ist halt echt ein Ding, das über den langen Zeitraum eine ganz, ganz schwierige Sache ist. Vor allem so Kopf-Nacken-Bereich ist, da muss man sich immer wieder daran erinnern, dass man nicht irgendwie anfängt, den Kopf dann doch nach oben zu geben. Nächstes Foto, Christoph. Das hier. Da kriegt man auch einen kleinen Eindruck mal von der Wettersituation, um was es tatsächlich ging. Du in der Aero-Position liegst in der Kurve. Was fällt dir als erstes ein, wenn du das Foto siehst? Ja, das war kurz nachdem es zu regnen begonnen hat. Das war so in der Früh oder am frühen Vormittag. Da war es auch noch im Zuschauerbereich recht ruhig, wie man sieht. Später war es dann da hinten voll, hinter den Absperrgittern. Und das war halt eine der Kurven, das war so, ja, fast 90 Grad Kurve bei Start- und Zieldurchfahrt. Und das war manchmal schon sehr an der Grenze. Manchmal bin ich an der Basebar gefahren, manchmal im Aufleger. Wenn man sich halt nicht hundertprozentig sicher ist, in so einer engen Kurve am Aufleger durchzufahren, dann muss man aus der Position gehen, verliert wieder ein paar km/h und ja, solche Dinge waren sicher auch mitentscheidend, wenn man den Kurs dann auswendig kennt und jedes Schlagloch kennt und jede Asphaltunebenheit kennt, dass man dann auch die engen Kurven in der Position durchfahren kann, auch bei Regen. Christoph, wir sehen hier auf dem nächsten Bild mal auch nochmal eine Schlechtwettersituation. Was man jetzt hier sehen kann, ist das Begleitfahrzeug dahinter. Ist das jetzt so ein typisches Bild in diesem Abstand so, was man da sieht? Oder was siehst du auf diesem Bild? Was ist da für dich die Besonderheit? Ich glaube, das Auto war tagsüber weiter weg, wie man auf dem Foto sieht. In der Nacht waren sie wirklich viel, viel näher bei mir dran. Da waren sie 2-3 Meter hinter mir. Also für Außenstehende schon kriminell nah, weil es wirklich, es ist nicht ungefährlich, wenn das Auto so ganz knapp hinter dir ist. Nur da geht es dann halt um die Beleuchtung in den Kurven. Wenn es hell ist, ist es im Prinzip egal, wenn das Auto weiter weg ist. Und wir haben jetzt circa so Rundenzeiten gehabt von 10 bis 11 Minuten in der Größenordnung. Und wir haben dann jede Runde oder jede zweite Runde ist dann nochmal das Auto zu mir nach vorn gekommen, wo die Straßen etwas breiter waren. Dann habe ich da eine Flasche gekriegt zum Trinken und habe die Flaschen aber gleich wieder abgegeben. Das heißt, ich habe die nicht am Rahmen gehabt oder nicht bei mir gehabt, weil das vom Luftwiderstand her ganz blöd gewesen wäre, sondern Auto, gib mir was zum Trinken und die gibt es gleich wieder im selben Moment dann wieder retour. Du sagst, Christoph, dass das Auto so dicht hinter dir hergefahren ist. Gibt es da auch Regeln? Weil ich habe mal irgendwo gelesen, dass der Staudruck, den das Auto vor sich herschiebt, ne, so eine Bugwelle an Luft, dass die dich auch ein bisschen anschieben kann, zumindest deine Wirbelschleppe ein kleines bisschen verkleinert. Kann das aerodynamisch helfen und sind da Regeln zu beachten oder ist es einfach ein kleiner Vorteil, den man professionell mitnimmt? Es gibt viele Regeln, gerade so im Ultracycling-Bereich oder beim Race Across America, wo das Regelwerk eigentlich das gleiche ist, wie jetzt bei dem, was ich jetzt da beim Rekordversuch gemacht habe. Da geht es halt sehr, sehr viel um Sicherheit und das Auto darf nicht zu weit von dir weg sein und vor allem reglementiert ist es in der Nacht. Weil wenn man auf öffentlichen Straßen unterwegs ist bei den langen Rennen, geht es ja darum, dass du im Scheinwerferkegel sein musst, dass Verkehr von hinten quasi von dir ferngehalten wird. Beim Überholen muss das Auto eben näher bei dir sein. Und da steht immer halt quasi so die Prämisse, Sicherheit geht vor. Und wenn jetzt durch einen minimalen aerodynamischen Vorteil vom Auto hinter dir zu sprechen ist, das ist natürlich theoretisch richtig, aber bei Nachtfahrten, bei Nachtverhältnissen soll das Auto knapp hinter dir sein. Das ist wegen der Sicherheit. Christoph, ich habe noch ein Bild. Guck mal, das hier. Wenn ich das sehe, dann ist es hat für mich was Romantisches, dass Radfahren einfach ein geiler Sport ist. was siehst du in diesem Bild? Du hast hier von hinten jetzt liegt, dass dich da wahrscheinlich dein Betreuer nicht über den Haufen fährt. Aber
Du hast es ja wahrscheinlich anders erlebt. Geht da gerade die Sonne auf oder geht sie unter? Und wie war der Moment für dich? Ja, das war Sonnenuntergang. Das war eben am Abend, so nach circa 4 Stunden oder so, weil wir sind um 17 Uhr gestartet. Und ja, da sieht man die Straße, also menschenleer, aber eben nicht unbedingt breit und nicht markiert. Ich finde das Foto super. Das ist wirklich, ja, die Stimmung, da haben wir irgendwie auch so die Angst verloren, dass der Regen gleich einsetzt. Da hat man irgendwie dann so die Wetterprognosen gehabt, es wird doch besser, es wird zumindest in der Nacht trocken bleiben. Und nach 4 Stunden habe ich auch meine ersten Probleme wieder überwunden. Also ich glaube, das habe ich vorher nicht zu Ende erzählt, dass die Rückenschmerzen wieder besser werden. Das ist immer so, dass es noch ein paar Stunden später werden die Probleme im Kreuz wieder weniger. Und da habe ich auch immer noch 4 Stunden gemerkt, geiler Moment, Sonne geht unter, Rücken wird besser, Magen wird besser. Mir war am Anfang ziemlich schlecht von der vielen Kalorienzufuhr. Und so nach 4 Stunden habe ich gemerkt, jetzt bin ich in dem Stadium, wo ich sein möchte, wo sich irgendwie alles so anfängt einzuspülen, wo Leistungsoutput, Nahrungsaufnahme sich die Waage halten, wo man die Sitzposition gefunden hat und wo es dann richtig zu rollen beginnt. Christoph, ich habe noch ein Bild und das führt uns aber so ein kleines bisschen weg von dem, was wir jetzt hier besprechen, nämlich diese 1000 Kilometer in 24 Stunden. Das ist ein Bild vom Race Across America, aber das, vielleicht haben wir dafür nachher noch ein bisschen Zeit. Du hast das Rennen 6-mal gewonnen und bist damit Rekordsieger und man darf dich mit Recht und Fug als den besten, wie nennt man das, Ultra-Radfahrer bezeichnen der Welt. Und alle sagen ja, der Typ im schwarzen Hemd, der hat eine Meise, wenn er nicht über dieses Race Across America auch spricht. Jetzt hat der Strasser das 6-mal gewonnen und also hallo. Das machen wir gleich noch, aber wir wollen ja auch noch über das Buch sprechen und wir haben auch noch Kommentare im Chat. Da gehe ich jetzt mal rein, weil die wollen auch über das Training sprechen und über die Ernährung wollen wir auch noch was wissen. Also ist viel zu tun. Christoph, hast du ein bisschen Zeit? Ja, geht gut. Ja. Okay, alles klar. Ja, so mögen wir es hier auf Triathlon-Szene. Ne? Das dauert manchmal ein kleines bisschen länger, als man denkt. Mitgehangen, mitgefangen. Und ich würde sagen, ich gehe mal kurz die Zuschauerkommentare durch. Und zwar schreibt Jan Müller, er sagt, Respekt an Christoph. Wie unterscheiden sich Trainings- und Wettkampfgeschwindigkeit bei Christoph? Kannst du das beantworten? Naja, es gibt im Training gibt es halt ganz viele unterschiedliche Trainingseinheiten. Also von All-Out-Intervallen, wo man halt 4 Minuten mit wirklich allem, was geht, fährt, über mittelintensive Geschichten, über Sweet-Spot-Intervalle, über Grundlagentraining. Also ich kann jetzt nicht sagen, was mein Trainingstempo ist, weil das kann von 180 Watt bis 440 Watt alles sein. Und so GA1, weil ich meine, so dahinter steckt ja oft die Frage, dass man uns Amateuren vorwirft, wir würden im Training zu hart fahren, wenn es GA1 ist oder so. Kannst du mal eine Zahl nennen? Also für dich ist ja 270 Watt wahrscheinlich schon noch ein GA1, sonst könntest du das nicht 1000 Kilometer weit fahren. So eine normale 3-stündige Ausfahrt, was hast du dann nachher auf deinem Garmin stehen? Ich bin einmal beim Monster Time Trial mitgefahren, ein sehr geiles Event in Almere in Holland. Das war genau 3 Stunden lang. Und da habe ich gehabt als Bestleistung 344 Watt oder so ähnlich über die 3 Stunden. Aber das war halt 3 Stunden all out. Und beim Training 250 über 3 Stunden, wenn es ein Grundlagentraining ist oder so. Ich muss dazu sagen, meine Schwelle ist circa bei 380 bis 400 oder sogar minimal darüber in ganz guten Phasen. Nur wir trainieren jetzt seit 2 Jahren nicht mehr mit dem FTP-Schwellenmodell, wovon man dann so in Prozenten den Grundlagenbereich errechnet. Laut diesem Modell ist dann halt zum Beispiel meine Grundlage ca. 220 bis 270. Sondern wir machen diese Inside-Tests und dann errechnet man halt zum Beispiel auch die Fettmax-Zone, also den Stoffwechselbereich, wo du die meiste Fettverbrennung hast, wo du die höchsten Kalorien aus Fettverbrennung bekommst und die Kohlenhydratspeicher noch einigermaßen geschont bleiben. Und dieser Fettmax-Bereich ist halt bei mir so 260 bis 280 Watt und das ist halt der Bereich, den man dann auch sehr, sehr lang fahren kann.
Am Schluss kommt es aber das Gleiche bei raus, wie das, was wir immer gemacht haben, oder? Also Fettmax ist so oberster GA1-Bereich? Genau, so ist irgendwie die Faustregel. Okay. Ja, immer interessant, das zu erfahren. Dankeschön für die Antwort, sehr transparent. Das freut uns sehr und wir haben da einfach Spaß dran, Christoph, uns über solche Dinge nachher zu unterhalten, natürlich auch zu streiten, uns gegenseitig zu beschimpfen, uns Tiernamen zu geben und dann wieder Profis zu fragen, wie es eigentlich richtig geht. Ich gucke nochmal in den Chat. Danke an die Frage von Jan Müller und Herbert Wesely schreibt: Hallo Christoph, machst du auch spezifisches Training, um die Leistung im höheren Geschwindigkeitsbereich zu steigern, also VO2 Max, oder geht bei dir alles über die Umfänge, die dich schnell machen? Da könnte mein Trainer jetzt wahrscheinlich sehr, sehr viel dazu sagen. Es gibt ja, soweit ich das weiß, mehrere Methoden, die VO2 Max zu steigern. Und nachdem ich schon so viele Jahre wahnsinnig hohe Umfänge trainiert habe, würden bei mir mit Umfängen sie einfach nichts mehr tun. Meine VO2 Max, die ist halt im Bereich von 68 bis 72. Ist jetzt kein schlechter Wert, aber ist halt bei weitem kein Top-Wert. Ist für das, was ich mache, natürlich jetzt auch nicht so ganz nötig. Trotzdem war es das Ziel, die VO2 Max zu steigern. Und das geht halt bei mir nur mit ganz High-Intensity-Geschichten, also mit so vielen Serien, 30 Sekunden Vollgas, 15 Sekunden locker. Und das halt, ja, so 3x15er Serien zum Beispiel. Oder eben 4 Minuten All-Out, 8 Minuten All-Out, viermal pro Einheit. Und deswegen sind bei mir die Trainingsumfänge jetzt doch deutlich zurückgegangen, weil wenn du trotzdem hohe Umfänge fährst, kannst du halt dieses hochintensive Training nicht so gut wegstecken oder auch nicht so gut sieht der Körper dann die Reize quasi umwandeln in Leistungssteigerung. Das heißt, jetzt habe ich auf Trainingswochenumfänge von unter Anführungszeichen nur 20 Stunden. Für Race Across America ist das natürlich so im Bereich von 30, 35, 38 Stunden pro Woche. Hui, da hast du ja auf einmal viel Zeit. Christoph, was machst du jetzt mit der Zeit? Was machst du, wenn du nicht auf dem Rad sitzt? Ja, es war eben in der Vorbereitung sehr viel zu tun, so Rad, Ausrüstung, pimpen, optimieren, Ernährungskonzept testen, die ganzen Produkte testen. Wobei, da habe ich eh schon seit vielen Jahren im Prinzip so eine gute Basis, aber wir haben es jetzt doch noch ein bisschen verändert. Und ja, viele E-Mails schreiben, Sachen organisieren, da ist sehr viel zu tun auch rundherum, bis man so eine Strecke für sich hat, wo der Flughafen geschlossen wird für einen Tag. Das geht nicht per Mausklick, da ist einiges an Arbeit dahinter. Ja, und du warst ja auch nicht beim Militär, sondern in Deutschland heißt es Zivildienst. Also da also bist du irgendwie nicht an der, Genau, in hast nicht Österreich gleich, gedient. ja. Haben die dich trotzdem reingelassen Genau. am Tor? Das war wahnsinnig große Unterstützung und da war die Motivation sehr groß. Also beim Bundesheer wird Sport immer sehr unterstützt und da war die Zivildienervergangenheit keine Hürde. Das war kein Thema. Also das kommt auch in dem Video raus. Die haben unheimlich mit dir mitgefiebert. Sicherlich auch einiges möglich gemacht. Ich meine, die haben ja auch Chefs, vor denen sie sich verantworten müssen. Und die waren also recht richtig süß irgendwie. Also Leute, guckt euch das an. Nochmal kurz in den Chat gucken. Ben schreibt noch eine Frage zum Training, bevor wir dann zur Ernährung gehen. Ob du, Christoph, verraten könntest, wie oft du intensive Sachen trainierst? Machst du intensive Intervalle das ganze Jahr über oder nur in bestimmten Phasen? Also vor vielen, vielen Jahren habe ich noch im Prinzip selber trainiert, nach eigenem Wissen und selbstgeschriebenen Plänen und das, was jetzt so üblich war. Das heißt, viel Grundlagen einmal im Winter und im Frühling kommen dann die Intervalle verstärkt dazu. Und da versucht man dann auf einer guten Grundlage aufbauend schneller zu werden. Aber jetzt ist es eigentlich so, dass wir vom Beginn weg, also so von November weg, vom Trainingsbeginn, gleich mit sehr hohen Intensitäten gestartet sind, um vornweg in den ersten 3 Monaten die VO2 Max zu steigern. Und danach sinkt die VO2 Max wieder ab. Das ist dann gewollt. Die kann nicht ewig weit steigen oder immer oben bleiben. Das ist immer nur in gewissen Phasen. Und dann wird da jetzt die Laktatproduktion gedrosselt mit langen, extensiveren Einheiten, also schwere Gänge,
60 Trittfrequenz und halt so mittelintensive Belastung. Und andersrum funktioniert es nicht so gut. Also wenn ich zuerst versuche, meine Laktatproduktion zu verringern, dann wird er die VO2 Max absinken. Und wenn ich dann schaue, die VO2 Max zu heben, wird die Laktatproduktion wieder mitsteigen. Die zwei Werte sind irgendwie miteinander verbunden. Und jetzt gibt es eben die Theorie, dass er wissenschaftlich belegt ist, und mein Trainer ist dort wirklich ein Experte. Er sagt, besser ist es, zuerst die VO2 Max zu heben, danach die Laktatproduktion zu drücken, und dann hat man ein paar Wochen quasi das Fenster, wo das dann auseinanderdriftet, und das ist das perfekte VO2 Max oben, VLA Max unten, und dieser Zustand haltet halt leider nicht lange. Da ist wie so ein Gummiring dazwischen, der zieht das beides wieder so in die Mitte, wo man es eigentlich nicht haben möchte. Und ja, es hat sich halt gezeigt, dass intensives Training im Winter, kürzere Einheiten am Indoor-Trainer, das sind 2, 3, maximal 4 Stunden. Und dann, wenn es draußen schön ist, wenn man wieder super im Freien fahren kann, die 5, 6, 7-stündigen Einheiten dann auf der Straße im Sommer. So war ungefähr der grobe Plan. Also auf der Rolle fährst du so 3 Stunden, maximal 4. Bist du auch so ein Swift-Warrior, der dort auf Atopia und so den Leuten den Tag versaut? Ich bin da wahnsinnig altmodisch. Ich habe vor 15 Jahren angefangen, ordentlich zu trainieren, und da habe ich mir irgendwie angewöhnt, 5, 6, 7 Stunden am Heimtrainer zu sitzen im Winter vor dem Race Across America. Da ist natürlich der Umfang ganz anders. Und das hat mir irgendwie kein Problem verursacht. Da habe ich halt YouTube, Musik, Konzerte, Sportfilme, Skirennen, Tennis im Winter, Australian Open oder so. Das hat mir wirklich taugt, und ich bin auf einer komplett normalen, uralten, mechanischen Walzen, sagen wir in Österreich, vom Rollentrainer gefahren. Und erst jetzt, vor ein paar Wochen, habe ich halt gesponsert bekommen, einen Smart Trainer. Und ich muss echt sagen, ja, ich bin da nicht ganz warm geworden damit. Also ich bin da wirklich klassisch oldschool, und Swift habe ich versucht, war bis jetzt ziemlich fad. Also ich habe die Begeisterung noch nicht nachvollziehen können. Ich finde irgendein ein cooles Konzert sich anzuschauen oder ein Sportevent irgendwie fesselnder wie so eine Fantasiewelt. Christoph, aber grundsätzlich jeder, der das nutzt, es ist geil, es ist super. Alles, was Motivation bringt, alles, was andere Leute Motivation bringt, mehr Zeit am Radl zu sitzen, ist top. Aber ich persönlich bin ja der Meinung, man darf jetzt nicht glauben, es muss ein Smart Trainer und ein Zwift-Abo sein, damit ich vernünftig trainieren kann. Es geht auch eine mechanische Walze, die durchgerostet ist und mit Gangschaltung die Intervalle steuern. So bin ich bis jetzt immer top gefahren. Auch so kann man perfekt trainieren. Ja, danke für das Statement. Und alle, die jetzt gerade genickt haben und sagen, stimmt genau, Entschuldigung, die könnten sich neben dem Buch hier von David Misch und Christoph Strasser noch ein zweites kaufen. Und zwar die Training nach der Graham O'Ree-Methode oder sowas. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Buch, Christoph, aber das ist auch so, der schreibt seitenlang, wie er seine uralte, verrostete, verschwitzte Trainingsrolle irgendwie frisiert, damit sie keinen Drift hat und er da halt immer das gleiche Training fahren kann. Und er hat dann so einen alten Schuppen im Garten und eine alte Kanne, in die er reinpinkelt, damit er nicht hoch muss in die Wohnung, wo die schreienden Kinder und die Frau irgendwas von ihm wollen und so. Also echt schön oldschool, und man kriegt richtig Gänsehaut, wenn man das Ganze sieht. Ich gucke nochmal kurz in den Chat. Da gibt es noch ein paar Fragen, und dann möchte ich aber wirklich gerne zu diesem Ernährungsthema kommen, weil das brennt mir wirklich unter den Nägeln. Schauen wir mal kurz, wie es hier weitergeht. Das war das Intensive. Also Altoal hat noch eine Frage. Er sagt, wie schaffst du es, den Körper beizubringen, mit dem Schlafentzug klarzukommen? Besonders natürlich bei Mehrtagesrennen. Trainierst du das, und wie hat das begonnen? Blöd. Ganz kurz, Christoph, Entschuldigung. Nur damit unsere Zuschauer eine Vorstellung haben, von was für eine Art Schlafentzug hier die Rede ist. Also hier geht es nicht mal um 5 aufzustehen oder sowas, wie unser einer das macht, sondern du bist 6-facher Sieger des Race Across America in Rekordzeit. Unter 8 Tage von Küste zu Küste mit 50.000 Höhenmetern. Wie lange hast du geschlafen in der ganzen Zeit, in den 8 Tagen? Im Bereich von 5 bis 7 Stunden insgesamt. Also so die erste Hälfte des Rennens
gehen sie mit Powernaps aus, so 20 Minuten pro Tag ungefähr, oder vielleicht zweimal 20 pro Tag. Und in der zweiten Hälfte des Rennens gibt es dann pro Nacht eine Stunde und vielleicht möglicherweise, wenn es situationsmäßig nötig ist, 20 Minuten pro Tag noch einmal. Das heißt so, man kann sagen, ganz grob im Schnitt im Bereich eine Stunde pro Tag. So, jetzt wissen wir, wie die Frage gemeint ist, Christoph. Wie schafft man das? Gibt es eine Art, sich darauf vorzubereiten? Trainierst du sowas? Oder wie geht das? Naja, vorbereiten, trainieren kann man es nicht. Das ist auch wissenschaftlich irgendwie belegt, dass solche Dinge nicht wirklich körperliches Training erfordern und auch nicht besser machen. Und ich bin jetzt niemand, der in der Nacht trainieren geht. Also ich fahre immer tagsüber wegen dem Biorhythmus und auch wegen, ich sage mal, Sicherheit auf der Straße. Aber es ist so, wenn du in einer Situation bist, in der es wirklich nötig ist, mit Minimalschlaf auszukommen, dann geht es. Ich bringe das als Beispiel irgendwie gern so, wenn man sieht, Filme von Bergsteigern, die in Not sind oder in Lebensgefahr oder sich verletzt haben, der kann plötzlich auf Reserven zugreifen, der ist irgendwo im Gebirge, kämpft um sein Leben und der muss dann nicht zwischendurch 8 Stunden schlafen gehen und am nächsten Tag geht es weiter, sondern der hat so lange Energie, bis er diese gefährliche Situation gemeistert hat. Und jetzt ist es beim Race Across America ähnlich. Du begibst dich zwar freiwillig in eine Situation, aber es ist dann nicht mit dem Alltag vergleichbar. Du bist mental darauf eingestellt, dass du müde sein wirst. Du weißt im Vorfeld, was dich erwartet. Du hast Betreuer dabei, die mit dir reden, die Musik vorspülen, die Kopfrechenaufgaben stellen, die dir Quizfragen stellen, mit denen es Spaß macht, in der Nacht unterwegs zu sein. Wir haben Funkgerät so mit Headset und Lautsprecher am Auto. Also es wird richtig Stimmung gemacht und es macht es natürlich wesentlich leichter, munter zu bleiben. Und es ist dann trotzdem irgendwie Rennfeeling da und die vielen harten Momente, die es trotzdem gibt, die kann man dann irgendwann besser handeln, wenn man es schon ein paar Mal erlebt hat. Also einfach besser damit umzugehen, ist so eine Erfahrung. Zum Beispiel ein paar Wochen vor dem Rennen oder Monate, wenn man das schafft, auf Koffein zu verzichten, damit dann halt koffeinhaltige Getränke einfach besser wirken zum Beispiel. Und ja, solche Dinge, solche Kleinigkeiten, wenn man das im richtigen Moment einsetzt, dann wird das etwas erträglicher. Aber es ist trotzdem, ich glaube, das Härteste am ganzen Race Across America sind die Hitze und der Schlafentzug. Es gab mal jemanden hier aus der Gegend von Freiburg, ich weiß den Vornamen nicht ganz genau, obwohl ich ein paar Mal mit dem trainieren war, Rüdiger Nehls, kann das sein, oder ein Deutscher? Michael Nehls, genau. Ganz genau. Und der hatte mal eine andere Strategie, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, der war natürlich aber nicht in deiner Preislage. Ja, erzähl du mal, wie du, was du über seine Strategie weißt, also mit dem Schlaf meine ich jetzt. Also, ich beschäftige mich mit dem Race Across America in jeder Hinsicht. Ich bin ja so ein bisschen ein historischer, ein Freak von der Historie des Rennens. Ich weiß sehr viel Zahlen und Menschen, die das gemacht haben. Und der Dr. Michael Nehls nämlich ist zweimal gefahren und hat ihm die Strategie so gemacht, er ist ca. 6 Stunden pro Nacht in der Pause gewesen, hat wesentlich mehr geschlafen als die meisten anderen und es ist dann als gute Strategie transportiert worden und ein Buch gibt es drüber, das ist gut vermarktet worden, aber wir haben das auch mit meinen Betreuern durchdiskutiert und ich habe viele andere Fahrer beobachtet. Diese Strategie ist super geeignet, um, sage ich mal, fit im Ziel anzukommen und ohne großes gesundheitliches Risiko dieses Rennen zu meistern. Aber man kann mit dieser Strategie unmöglich ganz vorne mit dabei sein. Das ist einfach nicht machbar, weil man braucht es nur durchrechnen. Das ist circa die Distanz von 4.800 Kilometern und man hat 12 Tage Karenzzeit. Das ergibt 400 Kilometer pro Tag. Und 400 Kilometer pro Tag ist jetzt nicht so unglaublich viel. Das wären 16 Stunden mit 25 km/h Durchschnitt. Und dann hätte ich 8 Stunden Zeit. Also mit dieser Strategie kommt man in 12 Tagen durch. Natürlich gibt es viele Höhenmeter und viele Temperaturunterschiede. Das ist nicht leicht, dort 25 km/h Durchschnitt zu fahren. Aber damit man sich das einmal vorstellen kann, man muss nicht 23 Stunden am Radl sitzen. Aber ja,
Der Michael Nels ist auch solide ins Ziel gefahren, aber war eben nicht ganz vorn dabei. Und ja, die Zeit, die man in der Pause verliert, kann man unmöglich wieder reinholen. Mhm. Ja. Also du hast ja dieses Durchschnitts-KMH-Beispiel gebracht, und wenn man natürlich jetzt einmal weiterrechnet, du hast nur nicht 12 Tage Zeit, sondern nur 8 Tage, willst aber auch nur 16 Stunden fahren, 8 schlafen. Wie ist der Durchschnitt dann, wie viel KMH? Und da merkt man dann, es kann nicht funktionieren. So habe ich dein Beispiel jetzt verstanden, weil, was ja viele nicht wissen, und ich habe es auch nicht gewusst, das ist ja alles andere als flach. Also die Strecke variiert ja so ein kleines bisschen, aber Christoph, mit wie vielen Höhenmetern hat man es da zu tun? Die Organisation ist nicht unbedingt die modernste, und es gibt nicht hundertprozentig sichere Zahlen, und jeder Fahrer sagt was anderes. Einer lädt es auf Strava hoch, einer hat irgendein uralt Garmin-Gerät, einer sagt, es hat 50.000 Höhenmeter, aber die meisten, die das irgendwie dann belegen, pendeln sie bei 35.000 Höhenmetern ein, so in der Größenordnung. Plus, minus 5.000, wahrscheinlich so ganz genau weiß es niemand, aber es gibt halt wirklich die Rocky Mountains zu überqueren, es gibt dann die Appalachen am Ende, es ist sehr viel so welliges Terrain im Mittelteil, also ganz so flach, wie man es auf manchen Bildern sieht, ist es eigentlich sehr selten. Da gibt es nur Tag 1 und 2 durch die Wüste und Tag 4, 5 durch Kansas. Alles andere ist permanent auf und ab. Ja, und lustigerweise, Christoph, auch in deinem Wikipedia-Eintrag habe ich diese Zahl gefunden mit 50 vertikalen Kilometern, also 50.000 Höhenmetern. Ich hatte mir aber auch gemerkt, irgendwie 30.000, 35.000. Also da geht es auch, wie du gerade sagst, da gibt es verschiedene Schätzungen. Aber das muss man sich mal überlegen. Also angenommen, es wären 32.000, da kann man es gut rechnen, geteilt durch 8 Tage. Dann sind es, ja, jetzt müsste man rechnen können, wie viel? 4.000, habe ich es jetzt richtig gerechnet? 4.000 Höhenmeter pro Tag. Ja. Ne? Also 600 Kilometer pro Tag. Ja, so, und ich bin mal in Ötztaler gefahren, vor der Pandemie, und der hatte 5.500 Höhenmeter, hat man mal ein kleines bisschen Anhaltspunkt, also da muss man schon klettern. Lass uns mal einsteigen in die Ernährung, bevor ich dann wieder zu den Zuschauerkommentaren komme. Christoph, du schreibst in dem Buch, oder dein Partner David Misch, ihr schreibt in dem Buch hier, auch über diese Ernährungsdinge eigentlich ziemlich detailliert auf einem recht hohen Niveau. Und kannst du dazu was sagen? Also was ist da das Problem bei der ganzen Sache und wie habt ihr das gelöst? Ja, ich glaube, das Problem ist offensichtlich, und das kennt jeder, nämlich dass man es oft nicht schafft, genügend zu sich zu nehmen. Und während es bei kürzeren Distanzen vollkommen egal ist, du startest mit vollen Speichern und kommst ausgelaugt leer ins Ziel und alles ist okay. Bei dem, was ich mache, auf diesem Zeitraum und wahrscheinlich auch für Triathlon, Langdistanzen gilt ziemlich das Gleiche, musst du halt das Gleichgewicht finden von Nahrungszufuhr und Leistungsoutput, weil du kannst nicht vollgeladen am Start stehen und völlig leer ins Ziel kommen. Du musst unterwegs halt viel, viel nachfüllen. Und die große Schwierigkeit ist eben, genügend Kohlenhydrate bei der Belastung reinzubringen. Weil man ist im Fettmarksbereich unterwegs, verbrennt sehr viel körpereigenes Fett, das man, auch wenn man jetzt nicht dick ist, trotzdem in genügendem Ausmaß im Körper gespeichert hat. Und trotzdem sind einige hundert Kalorien aus Kohlenhydraten pro Stunde nötig. Noch dazu zum Fettstoffwechsel, weil ich habe circa pro Stunde knapp über 1000 Kalorien Umsatz. Und ja, jetzt hast du halt, wie viele Gramm Kohlenhydrate pro Stunde kann man zu sich nehmen? Und da gibt es halt den Bereich 80, 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Danach wird es schon schwierig, dann kriegt man Probleme mit dem Magen. Gibt es dann nicht mehr viele Produkte, die dann irgendwie möglich sind, dass man das in dem Ausmaß reinbringt. Und wir haben es halt wirklich geschafft, über 24 Stunden mit ausschließlich Flüssignahrung lange Zeit 110 Gramm Kohlenhydrat pro Stunde habe ich das geschafft, zu mir zu nehmen. Und erst am Ende war es dann ein bisschen weniger. Und dann waren es, glaube ich, im Schnitt immer noch über 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, die ganzen 24 Stunden lang. Und das ist echt ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ja, das ist schon wirklich sehr viel. Also oft wird ja so gesagt, auch wenn man das klug angeht,
mit Fructosebeimengung und so, das, wir kennen das, dass man so auf, naja, 90 Gramm kommt, ne, pro Stunde, das Ganze flüssig und ihr seid da noch ein bisschen drüber. Kannst du uns vielleicht da einen kleinen Einblick gewähren oder ist das Wissen, das man nicht gerne jetzt mit allen teilt? Was war deine Mischung? Wir würden das alle gerne nachmachen. Ich habe da, jetzt muss ich leider ein bisschen Produktwerbung machen. Ja, klar. Ich habe zwei Dinge. Das eine ist eine Flüssignahrung, das eigentlich für Krankenhaus produziert wird. Also das ist Ensure Plus, das schmeckt so nach Schokolade, Vanille, so wie so ein bisschen dünnerer Pudding. Und das ist so die Basis, das habe ich auch beim Race Across America immer. Und da gibt es halt so kleine Fläschchen, eins pro Stunde. Und da sind einmal 300 Kalorien drin und da ist auch Fett und Eiweiß dabei. Und weil wir jetzt halt sehr viel Kohlenhydrate brauchen, mehr als beim Race Across America, haben wir eben noch von Peraton so ein Sportgetränk, da habe ich ein bisschen bei der Entwicklung mithelfen dürfen. Und da sind eben, wie es bei vielen anderen auch ist, ein größerer Teil von Glucose drinnen, also so Maltodextrin ähnliches Produkt und ein Drittel circa Fructose. Und ja, mit dieser Kombination, dann sind noch ein paar Elektrolyte dabei, geht es halt wirklich gut. Und wie sowas Christoph, ich hake da mal kurz ein. Dieser Fructoseanteil, ne? Also mir ist das bekannt, ich habe auch da schon ordentlich Erfahrungen mit Mischen, Maltodextrin und dann Glucose, Fructose, so diese ganzen Sachen, aber das Interessante finde ich jetzt die Zeitdauer, über die man das konsumiert, weil Fructose ist ja auch ein bisschen so ein Verträglichkeitsproblem und meine Empfindung war immer für wirklich längere Sachen, also wenn es 10 Stunden sind und mehr, bin ich immer von der Fructose eigentlich eher so ein bisschen rausgegangen wegen der schwierigen Verträglichkeit. Kannst du mal deine Erfahrungen damit teilen? Also ist es bei dir, wenn du sagst, ein Drittel Fructose ist ja wirklich viel, hast du da einfach einen guten Magen oder gibt es irgendwie noch einen Kniff, wie du das schaffst, dass du dieses Getränk so gut resorbierst? Da muss ich ehrlich sagen, kann ich nur aus meiner praktischen Erfahrung reden. Da fehlt mir ein bisschen so das komplett detaillierte Hintergrundwissen, aber ich habe das wirklich gut vertragen, ich habe aber sehr viel trainiert. Also ich habe das schon im Training ganz oft verwendet und bei den Ausfahrten in verschiedenen Dosierungen mich halt damit gespielt. Teilweise bin ich wie so ein Packesel bepackt in die Trainingseinheit gestartet, weil ich mir halt alle halben Stunden irgendwie eine neue Trinkflasche gemischt habe, irgendwo einen Brunnen mit Wasser gefunden und das Pulver wieder dazugegeben, damit man das halt wirklich gewöhnt wird. Und ich glaube, das ist halt einfach ein ganz wichtiger Faktor. Man muss sich mit dem auseinandersetzen, man muss das üben. Und es ist wiederum ein Unterschied, ob ich beim Grundlagentraining das zu mir nehme oder bei einer sehr intensiven Belastung. Und ob man das über 2 Stunden verträgt oder über 6 Stunden, das ist wieder was anderes. Und da glaube ich, so wie es das du gesagt hast, man muss einfach ein bisschen experimentieren damit. Es gibt halt für jeden ein paar andere Hürden. Ich bin grundsätzlich einer, der zum Glück sehr viel verträgt. Also mir wird sehr schwer schlecht. Ich bin ja ein Allesfresser sozusagen. Das ist sicher eine gute Anlage, aber das ist auch Trainingsfrage. Und es gibt ja die wissenschaftliche Basis dazu, dass man dieses Gut-Training, also Darmtraining, machen kann, damit man eben die Aufnahmefähigkeit von Kohlenhydraten pro Stunde verbessern kann. Christoph, du bist auch als Vortragender unterwegs und bitte korrigier mich, wenn es falsch ist, man kann dich auch, glaube ich, zu Ernährungsfragen konsultieren oder habe ich da jetzt was verwechselt? Ich bin jetzt kein Ernährungsberater. Meine Vorträge gehen, da geht es sehr viel um die Abenteuer, um die Erfahrungen, um die Erlebnisse, auch um das Mentale, was dahinter steckt, um das Team, um die Teamdynamik, die dahinter steckt und um Unterhaltung. Es soll ja auch recht lustig sein, wenn man so einen Vortrag sich anschaut. Und so bezüglich allen anderen Fragen, ich bin immer sehr offen und teile gern das, was ich selbst irgendwie gelernt habe. Und per E-Mail oder so kann man dann natürlich auch jede Frage an mich schreiben oder schicken. Sei vorsichtig, was du da sagst, Christoph. Ich habe meine Erfahrungen mit solchen Sachen. Du ja wahrscheinlich auch, aber das kann echt nach hinten losgehen. Ich erinnere mich an Leute, die haben mir dann wirklich jeden Tag eine E-Mail geschrieben. Wenn man dann irgendwann sagt, so jetzt reicht's, dann sagen die irgendwann, ja, der ist ganz schön arrogant, der Sack jetzt. Weißt du so, also, ja. Sag nicht, dass alle dir E-Mails schreiben sollen. Ja, okay, prima.
Also, Ernährung ist ein weites Feld. Jetzt haben wir ja vorhin das alle schlecht verstanden, was du gesagt hast. Dieser Krankenhausnahrung, ja. Was ist das gleich nochmal für ein Name gewesen? Irgendwas mit E. Ensure ist der Name und das gibt es in Amerika in jedem Supermarkt. In Europa gibt es nicht in jedem Supermarkt. Da gibt es eben in der Apotheke oder Vorsicht Werbung auf meiner Homepage zum Bestellen. Und das Praktische ist ja das, dass es ja vollbilanzierte Nahrung ist und beim RAM ist das sozusagen die Basis. Wenn ich das trinke, jede Stunde eins, dann habe ich im Prinzip auch alle Nährstoffe drinnen und das ist leicht verträglich, es wird dann nicht schlecht davon. Und ich habe jetzt gemerkt, dass Flüssignahrung für mich einfach super funktioniert. Man gewöhnt sich dran, man hat dann nicht das Hungergefühl, aber auch kein Sättigungsgefühl, also kein Völlegefühl. Eigentlich geht es dann komplett verloren. Du hast niemals Hunger oder Völlegefühl. Es ist ein komplett angenehmer, neutraler Zustand. Und das ist halt wirklich wichtig, wenn du dann tagelang in dem Zustand bist, dass du eigentlich keine Magenprobleme hast, dann ist schon mal sehr, sehr viel gewonnen. Wenn du immer wieder was zu Leute, dir nimmst, dann wird das Ensure. schlecht Ja, und also dann bestellt hast du es auf wieder einen der. Unterzucker kurz später. Ja, also bestellt es bitte, das ist Krankenhausbedarf, bestellt es beim Christoph auf der Website und nicht irgendwo im Krankenhausbedarf. Das gibt unseren Krankenhäusern den Rest. Die haben hier irgendwie Stress, wenn dann nachher noch die Sondennahrung irgendwie knapp wird, weil wir das zum Strampeln brauchen auf der Rolle vor Zwift. Beim Vulcano-Circuit, dann ist die Axt am Baum irgendwann. Ich schaue noch mal kurz in den Chat, Christoph. Ciglista Roberto hat noch eine interessante Frage. Das zielt noch mal so ein bisschen aufs Mentale ab und er sagt: Hallo Christoph, bist du auch spirituell unterwegs? Hast du zum Beispiel ein Mantra, das dich bei dem Weltrekordversuch weiterbringt? Oder siehst du das nur leistungstatentechnisch, Power und Pace? Ja, ich bin, glaube ich, sehr bodenständig und pragmatisch und ich weiß schon, was mentale Stärke im Prinzip ausmacht, aber das auch auf einer sehr eigentlich unspirituellen Ebene, möchte ich sagen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die Frage sonst noch beantworten soll. Also Yoga oder Meditieren oder solche Dinge mache ich nicht, sondern ich denke halt immer so, eine gute Zeit haben mit seinen Betreuern, die dabei sind, eine Begeisterung haben für das, was man tut, sich den Spaßfaktor zu erhalten, ist ganz wichtig. Und ja, ich habe da im Laufe der Zeit gemerkt, dass die mentale Komponente oft einmal falsch interpretiert wird, dass sie als zu wichtig angesehen wird, weil es ist natürlich so, dein Kopf sagt dir, warum willst du was machen? Wie wirst du es machen? Was ist der Sinn dahinter? Aber das sind Dinge, die kann man sehr schnell, wenn man vor allem mit jemandem redet, der sich bei dem Thema auskennt, das kann man sehr schnell im Prinzip seinen Fokus richten. Nur ich kann nicht 270 Watt fahren einen Tag lang, wenn das meine Beine nicht hergeben. Da kann ich die mentale Stärke haben. Unglaublich, ich muss es erst einmal leisten können und ich muss es erst einmal zu mir als Nahrung aufnehmen können und ich muss die physikalischen Dinge erfüllen. Also die mentale Stärke ist so das i-Tüpfelchen, aber es ist nicht das, was es dann schlussendlich ermöglicht, sondern der ganze Radsport vor allem ist viel zu wissenschaftlich, um das mit mentaler Stärke irgendwie zu schaffen, was wissenschaftlich dann nicht möglich ist. Christoph, das tut mir wirklich gut, dass du das sagst, weil ich habe oft gefunden, so dieses Gerede, ein Ironman ist irgendwie zu 80% Kopfsache oder was du machst, ist ja noch länger und härter. Will das jetzt gar nicht irgendwie gleichsetzen. Aber ich habe das schon immer Quatsch gefunden. Das ist, wie du sagst, es ist das i-Tüpfelchen und der Körper kann nichts aus dem, nee, der Geist kann nichts aus dem Körper quetschen, was da nicht vorhanden ist. Und man kann auch nicht an jedem Tag gleich gut kämpfen, finde ich, sondern du musst erstmal den Körper dafür haben und die Fitness und dann kann man irgendwie sagen, okay, das mobilisiere ich jetzt nochmal das letzte Prozent irgendwie rein geistig. Ich weiß, dass einem das oft irgendwie falsch ausgelegt wird und so, aber du sagst ja auch, im Wesentlichen ist es eine körperliche Anstrengung und keine geistige. Natürlich ist die geistige Anstrengung zum Beispiel in den Monaten vorher ganz enorm. Also das Wintertraining durchzuhalten, das jeden Tag am Heimtrainer zu sitzen, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, sich bewusst zu sein, was mache ich eigentlich und warum mache ich das und
Was bringt mir das? Oder einfach mit Rückschlägen umzugehen. Wie reagiert man drauf, wenn es einmal nicht nach Wunsch läuft? Wie reagiert man drauf, wenn es 9 Stunden regnet? Lässt man sich von solchen Kleinigkeiten aus der Ruhe bringen? Ich habe zum Beispiel einen Monat später bei einem 24-Stunden-Rennen in Dänemark 6-mal einen platten Reifen gehabt und einen Sturz in der ersten Runde. Und ich bin komplett locker, cool und gelassen geblieben und habe einfach in Ruhe meine Wunden versorgt und den Schlauch getauscht und bin weitergefahren, wo andere sagen, wie schaffst du das, nicht durchzudrehen oder das Radl wegzuschmeißen. Also das ist schon, was mentale Stärke ausmacht in solchen Situationen. Aber ich kann nicht meine Schwellenleistung um 20 Watt steigern, weil ich mental stark bin. Das geht nicht. Ja, genau so habe ich das gemeint. Also das ist schon natürlich alles eine Leistung, sich auch zu konzentrieren die ganze Zeit, ne? Immer zu scannen, wie geht's dem Magen, was sagen die Beine, ist das Pacing okay und das alles irgendwie unter Kontrolle in Balance zu halten, das ist geistig anstrengend. Aber es ist wenig so, wenig was man beim Psychologen lernt, ne? Sondern es ist einfach Konzentration, so würde ich es bezeichnen. Und Motivation, es ist, wie du ja auch gerade angedeutet hast, eine Sache, eine Feder, die sich über Monate und Jahre spannt und Energie aufnimmt und irgendwann gibt die auch wieder Energie ab. Ne, das ist vielleicht irgendwie einfach die Motivation. Du willst es oder willst es nicht? Ja, oder? Schön gesagt. Ja. Jetzt schaue ich nochmal in den Chat. Das war die Frage von Ciclista Roberta. Dankeschön. Und Mathis ist unser Zuschauer noch und er sagt, gehst du noch einem anderen Beruf nach oder bist du Profi? Ja, seit meinem ersten Race Across America Erfolg, das ist jetzt genau 10 Jahre her, habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und habe jetzt nicht Sponsoren in dem Ausmaß, dass ich nur Radl fahren brauche und danach meinen Kontostand zu checken. Aber wir haben jetzt einen eigenen Online-Shop und ich mache Vorträge und ich habe also sehr viel Arbeit drumherum, aber es ist im Prinzip alles auf selbstständiger Basis und ich kann schon alles dem Training unterordnen. Also ich sage mal, ich bin Profi, wobei es natürlich im Gegensatz zum Triathlon gibt es jetzt nicht diese Profi-Kategorie. Und ich habe auch keinen Arbeitgeber in dem Sinn, sondern man ist halt selbstständig, hat seine Einnahmen über Sponsoren, Vorträge, Shop, wie auch immer und seine Ausgaben für die Wettkämpfe und für alles drumherum. Und man muss halt selbst alles managen. Aber ja, ich kann vom Radfahren leben, das definitiv. Prima, das freut mich, weil das ist immer eine Frage, die ich gerne stelle. Wie geht's dir eigentlich so? Weil im Triathlon ist es ja auch prekär. Es gibt ein paar Leute, die verdienen Geld und leben eigentlich ganz okay. Und bei den anderen muss man sagen, mit dem Aufwand, der damit verbunden ist, ne? Es ist nicht so, dass du am Montag anfängst und du musst durchhalten bis Freitag, sondern das geht durch. Du trainierst jeden Tag. Und es geht auch um jeden Tag drum, was du isst und was du trinkst und auch was du nicht trinkst. Und das ist einfach hart und das lohnt sich für die wenigsten. Ja, es ist dann halt eine Lebenseinstellung. Also kein Job mit Dienstende und mit 8 Stunden Arbeit pro Tag, sondern es ist eigentlich eine Lebensauffassung oder ein Lifestyle, um das englische Wort zu nutzen. Ja, ja, und das kann aber auch schon dann tragisch werden. Ich will jetzt auch nochmal kurz das Buch von Graham O'Ree, weil ich da gerade eben schon drüber gesprochen habe. Der hat ja letztendlich von der Hand im Mund gelebt und freut mich, dass es bei dir besser ist. Ich jetzt möchte ich noch den kleinen Schwenk zum Buch schaffen. Ich gucke jetzt ein letztes Mal nochmal in den Chat und sag nochmal hier Dankeschön für die Kommentare. Wo ist meine Kamera? Da drüben, hier seid ihr. Hallo Leute. GG sagt, unglaublich deine Leistung, Respekt. Und Frinz Frunz sagt, was sagt Christoph Strasser zum damals 66-jährigen legendären schwedischen Stahlopa Gustav Häckansson? 1951 geboren, 1000 Meilen Radrennen, Artikel im Spiegel. Weißt du, wer das ist? Weil ich weiß es nicht, Christoph. Nein, ich muss ehrlich sagen, ich weiß ganz viel historische Fakten über Ram und andere Langstreckenrennen, aber das weiß ich leider nicht. Ich kenne den Gustav Håkansson leider nicht, aber ich werde es aber nachlesen, das klingt geil. Alles klar, okay, prima. Was haben wir noch? Ensure Nutrition, sagt der Mathis nochmal. Und das haben wir schon gehabt mit den Watt.
Und Ben hat hier noch eine gute Frage. Meinst du das ernst? Er sagt, was sind deine Top 3 Tipps für Leute, die sich für das Race Across America qualifizieren wollen? Das ist ja eine offene Kategorie. Wie macht man damit? Also, ohne das jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen, die Qualifikation darf kein Problem sein. Wenn man an der Qualifikation scheitert, das ist jetzt einfach einfacher geworden, man darf sich das nicht vorstellen wie die Qualifikation für einen Ironman für Hawaii, wo es wahnsinnig wenig Slots gibt und wo du halt wirklich top sein musst, um einen Startplatz zu kriegen. Beim Ram sind die Limits sozusagen viel einfacher. Das heißt, wenn du das Ram fahren möchtest, achte gar nicht auf die Qualifikation, die geht locker, weil wenn du an der Qualifikation scheiterst, ist es eine ganz, ganz schlechte Idee, überhaupt nachzudenken, ob man das Ram fahren möchte. Aber so die besten Tipps wären, ein Betreuerteam zusammenzustellen, das beim Ram mit dabei sein möchte. Früh genug, das Team muss sich einspülen, das muss schon bei ein paar kürzeren Rennen Erfahrung sammeln, langfristig mit einem Team planen, nicht, dass man dann zum Beispiel, es gibt Race Around Austria, Race Across Germany, Tortur rund um die Schweiz, Race Around Niederösterreich, das sind 600 Kilometer. Also mit solchen Rennen kann man sich perfekt an das Ganze herantasten. Und wenn dann ein Betreuer sagt, naja, er fährt beim ersten Rennen mit und dann ist er wieder weg, hat man nicht viel davon gehabt. Und man braucht viel Zeit zum Training, viel Geduld, nicht zu streng sein mit sich selber, es gibt immer Rückschläge und einfach beginnen, ja. Ich glaube, alle anderen Fragen ergeben sich dann im Laufe der Zeit. Man darf nicht zu viel nachdenken am Anfang und sich zu viel Kopf zerbrechen, sondern Step by Step und nach einem Zwischenziel, das man erreicht, kommen man dann wahrscheinlich Fragen, die man dann beantwortet, aber noch nicht jetzt im Vorfeld. Christoph, ich hake da kurz ein, was du sagst über das Team, weil ich habe mal eine Doku gesehen über das Race Across America. Da ging es aber um jemand anderes. Zumindest, ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht war es auch bei dir, aber ich bin natürlich nicht so drin in diesem Sport. Jedenfalls, für das Team war es knallhart. Das ist mir klar geworden. Also zunächst mal ist so, ein normaler Mensch, der arbeiten geht, hat ja nicht jetzt irgendwie 3 Monate Urlaub im Jahr, sondern der Jahresurlaub geht zu einem großen Teil drauf. Und dann ist es so. Also das eine Fahrzeug, das fährt praktisch 12 Tage, sagst du, darf man maximal brauchen. Ne? Also gehen wir mal von 11 Tagen aus. Im zweiten Gang vor einem Typen her, der sich mehr oder weniger in ein Kleinkind verwandelt, der die ganze Zeit meckert, der jammert, der sein Essen nicht essen will, der einen anlügt, der sagt, nein, ich habe den Pudding schon gegessen, dabei wissen alle im Auto, er hat es nicht gegessen. Und am Schluss haben sich auch im Betreuerfahrzeug alle gestritten, weil es einfach unfassbar enger Raum ist, Schneckentempo und dann auf einmal wieder Vollstress. Vorausfahren, das Hotel klar machen, die Unterkunft klar machen, für alles sorgen. Es ist dann wenig Zeit, der muss jetzt schlafen, der Athlet, allem alles abnehmen. Das war wirklich so schwarz-weiß. Also lähmende Langsamkeit und totale Hektik und man hängt die ganze Zeit so dicht aufeinander. Übertreibe ich es jetzt oder ist es wirklich so hart? Bei meinen Vorträgen habe ich so die Conclusio am Ende, da wird so die Frage aufgelöst, was ist wichtiger, Körper oder Geist? Und meine Antwort ist 33% Körper, 33% Geist und 34% Team. Und man glaubt nicht, wenn man es nicht selbst erlebt hat, welche wichtige Rolle das Team einnimmt. Weil das, was du jetzt beschrieben hast, das ist der Idealfall, da läuft es nach Plan. Okay, der Radlfahrer ist charakterlich immer schwieriger durch den Schlafentzug, aber da waren noch keine Pannen dabei, da war noch keine Autopanne dabei, ein geplatzter Autoreifen, ein durchgebraunter Kabelbaum im Wohnmobil, eine defekte Klimaanlage, wo man dann einen Tag in der Werkstatt steht, wo man plötzlich ein Auto weniger hat und 3 Leute im Auto irgendwie hängen, damit es wieder klar gemacht wird. Oder Tankstellen, die kein Benzin mehr haben, weil sie einfach leer getankt sind oder in der Nacht zusperren. Da sind so viele Sachen, mit denen man nicht rechnen kann im Vorfeld. Und das Ganze halt unter Zeitstress, auch die Betreuer schlafen wenig. Wir haben immer ein Wohnmobil, man schläft im fahrenden Auto.
manche sind in der Nacht bei mir im Betreuerauto und tagsüber schlafen sie im fahrenden Wohnmobil und das über 8 Tage hinweg auf engstem Raum. Es ist wirklich ein gutes Team. Man wird es vielleicht erst verstehen, wenn man es einmal gemacht hat, aber wer sich das im Vorfeld schon zu Herzen nimmt, der wird sich sehr, sehr viel leichter tun, wenn er das einfach wirklich beachtet. Ein gutes Team ist wahnsinnig wichtig. Ja. Christoph, kurz die finanzielle Seite. Also wenn jetzt unser Zuschauer sich qualifiziert, was steht ihm da ins Haus finanziell? Was muss er hinlegen? Damit, also jetzt mal eine realistische Zahl. Der David Misch, der das Buch geschrieben hat, hat es damals in einer kleinen Variante gemacht. Er hat 2 Autos gehabt und 8 Betreuer. Und da geht es dann, weiß ich nicht, wie jetzt, ob sie die Preise jetzt erhöht haben, aber so im Bereich von 25.000 Euro. Und wenn es so in meiner Variante ist, es dann irgendwie das Doppelte. Was? Das ist ja grauenhaft. Moment mal. Wofür zahlt man das? Fürs Startgeld? Oder ist das das Budget, was man einfach haben muss, damit der ganze Trip funktioniert? Also die Flüge dahin oder so? Oder ist das das, was du vor Ort da dem Veranstalter hinlegst? Na, der Veranstalter kriegt nicht viel. Das kostet 3.000 bis 4.000 Euro, je nachdem, welchen Termin du, in welcher Frist du das überweist. Aber es sind halt die gesamten Kosten. Ich meine, es ist der Flug fürs ganze Team. Das sind einmal bei mir zum Beispiel 12 Flugtickets, 3 Mietautos mit Einwegmiete. Jedes Auto muss für, sagen wir mal, 6.000 Kilometer getankt werden. Du hast ein paar Hotelnächte vor dem Rennen, nach dem Rennen. Du hast 14 Tage für 12 Personen extrem viel zum Essen, was du kaufen musst. Du hast Ausgaben für dein Equipment, für dein Radl, für deine Bekleidung. Da ist der Betrag sehr schnell erreicht. Mann. Christoph, also wirklich ein Hammer. Da wird einem erstmal klar, was das bedeutet, wenn man das wirklich auf sich selbst gestellt, mit Team natürlich macht. Na klar, allein die Spritkosten, die Hotelkosten und so weiter, Flugkosten für so eine ganze Mannschaft, ein Wahnsinn. Jetzt sind wir soweit. Lass uns über das Buch sprechen. Also ich habe es mir vorgenommen zu lesen, ich habe es aber bis noch nicht ganz durch. Ehrlich gesagt habe ich ein paar Kapitel gelesen, weil es zieht einen so rein. Weil so oft gucke ich so, aha, wie ist so der Tenor und was sind so die interessanten Kapitel? Und dann ist man irgendwie relativ schnell durch. Es hat mich immer wieder reingesaugt und das hat dann doch Zeit gekostet. Es ist ein Buch, das beschreibt den Weg zu dieser 1000 Kilometer Rekordfahrt. Es ist der Weg dahin. Wie habt ihr das geschafft? Warum, Christoph, warum sollen wir es lesen? Also, ich sage mal zuerst, was es nicht ist. Es ist kein Trainingsratgeber, es ist kein Tipps- und Tricks-Buch. Es ist wirklich sozusagen die Geschichte mit Rückblicken, auch mit so persönlichen Erfahrungen aus dem Race Across America, vom Race Around Austria, immer wieder so punktuell die Rückblicke und vor allem auch so die Zweifel, die Fragen, die aufkommen unterm Jahr beim Wintertraining, mit der Unsicherheit von Corona, wird es stattfinden können, wird es nicht stattfinden können. Ich finde, es ist deswegen lesenswert, weil der David die Außenperspektive beschreibt, also wie sieht er das als Autor, wie sieht er mich, und ich habe dann immer wieder so Zitate aus meiner Sicht einstreuen dürfen, und jetzt hat man irgendwie 2 Sichtweisen. Wie habe ich das gesehen und wie hat der Autor das gesehen? Ich glaube, das macht es recht spannend und ich finde einfach seinen Schreibstil wahnsinnig gut. Ich habe von vornherein gewusst, wenn er das Buch schreiben möchte, wird es sicher vom Schreiberischen her ganz, ganz großartig, weil er seine Radsportfähigkeiten 2013 hat er seinen Gipfel erreicht und hat er ruhiger getreten und seitdem ist er schreiberisch einfach so gut geworden, dass es einfach von seiner Sprache her, finde ich, echt ein Genuss ist, das Ganze zu lesen und das wirklich auch viele Trainingsstunden statt Zwift vielleicht mit einem Notenständer vor dem Radl kann man super gut lesen. Na, dafür ist es zu schade, Christoph. Es steht wirklich viel drin. Also es ist nicht ein Bilderbuch mit ein paar Seiten Text, sondern man hat schon wirklich zu lesen. Und ich möchte euch mal einen kleinen Eindruck verschaffen. Und zwar bin ich hier bei, praktisch, das ist jetzt hier Kapitel 15 sozusagen,
Das ist so, wird genannt Stunde 15, also in Anlehnung an diese 24 Stunden. Und da geht es um so Unterkapitel Entmystifizierung. Also wie kann man sich dann ein realistisches Konzept machen für eine Sache, von der man glaubt, sie geht vielleicht gar nicht. Ja? Und das sind drei Punkte. Und ich will die mal kurz... Nee, es sind noch mehr. Hier ist noch der fünfte. Ich gehe da mal kurz durch, damit ihr mal einen Eindruck habt. Also zunächst ein realistischer Optimist sein oder eine realistische Optimistin sein. Also Realismus, Optimismus und dann wird es ausgeführt. Nicht vor Ehrfurcht erstarren, sondern aufschlüsseln, was heißt es wirklich. Und das ist dann immer wirklich sehr, man fühlt sich da gut rein. Und stark fand ich dann Nummer drei, den Preis bezahlen wollen und können. Und ich lese jetzt mal einen Absatz vor. Christoph, das darf ich, oder? Ohne, dass ich ins Gefängnis komme. Das ist sicher, dieser kleine Abschnitt hier. Den Preis bezahlen. Weil das kennen wir Triathleten natürlich auch, wenn wir drei Sportarten an der Backe haben und die trainieren wollen. Und jetzt geht es vielleicht nach Hawaii. Und man weiß natürlich, was einem der Sport gibt. Aber man muss auch mal drüber sprechen, was er dir nimmt. Und hier steht... Spitzenleistungen nicht nur im Sport verlangen Kompromisslosigkeit. Negativer ausgedrückt Egoismus und Rücksichtslosigkeit. Also das schreiben so ja auch nicht viele, ne? Der romantische Blick auf die Vorbilder darf nicht täuschen. Es wartet zu Hause immer jemand oder es wartet aus gutem Grund längst niemand mehr oder es konnte erst gar nicht jemand warten. Generell ist eine selbstbestimmte Lebensplanung legitim. Wenn andere ins Spiel kommen, Partner, Kinder, wird es zwiespältig. Leid, enttäuschte Erwartungen, nicht eingelöste Versprechen. Das kennen wir doch alle, oder? Nur sehr selten gelingt der Spagat zwischen Sozialleben und Perfektion in Wirtschaft, Wissenschaft oder Sport. Viele Kompromisse erweisen sich als faul und sind nicht von Dauer. Dann heißt es, weiter in die eingeschlagene Richtung zu gehen, gegen die Widerstände von innen und außen. Wer großartig sein und Großartiges leisten will, der bezahlt einen Preis. Im Idealfall, doch nicht immer, geschieht das freiwillig und ohne Kollateralschäden. So, das ist das, was der Autor schreibt. Dieses Stückchen hier. Und wenn ihr mich jetzt zwingt, dann lese ich jetzt noch, was du, Christoph, dazu geschrieben hast. Weil so ist das Buch ein bisschen aufgebaut, wie du gerade gesagt hast. Ne? Was ist dann jetzt deine Sicht dazu? Und das würde ich euch ganz gerne noch reindrücken. Wenn euch das stört und hier das in der Konserve schaut, dann könnt ihr jetzt ein paar Sekunden nach vorne klicken. aber hört euch das mal an. Und here we go. Christoph, das sind deine Worte. In meinem sozialen Umfeld musste ich solche Kompromisse glücklicherweise nie eingehen. Was sicher auch der Grund ist, warum ich schon seit so vielen Jahren dieses Trainingspensum absolvieren kann. Ganz im Gegenteil, da ich vom Radfahren leben kann, rückt es immer weiter in den Fokus und in mein Umfeld, und mein Umfeld wuchs und wächst in diese Richtung mit. Meine Partnerin Sabine unterstützt mich, seit ich den Sport mache. Dafür bin ich sehr dankbar, aber das ist definitiv ein großes Plus und keine Selbstverständlichkeit. Und so geht es hier weiter. Und das müsst ihr euch dann selber reinziehen. Immer die eine Sichtweise und die andere. Und das fand ich wirklich stark. Und es sind insgesamt nicht drei Punkte, sondern hier 10 Punkte in diesem Kapitel. Und da kann man echt viel mitwagen. Das ist das Buch. Christoph, was kostet der Schmöker? Ungefähr 25 Euro. In Deutschland kostet es ein paar Cent weniger, in Österreich ein paar Cent mehr. Da gibt es so unterschiedliche Steuersätze, aber man kann sagen 25 Euro. Christoph, das ist zu billig. Wir werden dich alle beklauen, indem wir dieses Buch lesen. ist ein tolles Sportlesebuch und man hat gar nicht so viel solcher Einblicke in dieser Tiefe. Man wird ja heutzutage vollgeschmissen mit allen möglichen Informationen, meistens Fußball, aber über so eine Nische und so detailliert und persönlich und auch nachvollziehbar, also tolles Buch. Lesebefehl, Leute, das ist ein toller Schmücker. Christoph, ist gut geworden. Und ich finde, Christoph, auch das, was du selber schreibst, eigentlich ist auch sehr gut. Vielleicht gehst du ja nochmal diesen Schritt und schreibst doch mal selber ein Buch, weißt du, dann würde ich es auch lesen.
dann hast du noch mal eine Sache mehr an der Backe. Ich weiß nicht, ob das für dich in Frage kommt. Aber du hast auch irgendwie eine gute Art, dich auszudrücken. Oder hat es der David Misch alles erfunden? Nein, ich habe sogar ein Buch schon selber geschrieben, also über eine Autobiografie. Und das war vor 3 Jahren, das ist jetzt schon, ich glaube, wir haben jetzt so die letzten paar sind jetzt gerade weggegangen, also das ist jetzt im Prinzip vergriffen. Aber ich habe trotzdem, jetzt war ich begeistert von der Idee, dass der David Misch das schreibt, weil wenn ich schreibe, ist es so, wie wenn der David Radl fährt. Es ist gut, aber es ist halt nicht hundertprozentig super. Und deswegen ist es immer cool, wenn man in gewissen Sachen einfach sagt, hey, jemand ist ein Profi in dem Gebiet und man arbeitet mit dem zusammen und jeder macht das, was er am besten kann. Und das ist halt der David beim Schreiben und ich beim Radfahren. Aber ja, ich schreibe hin und wieder Beiträge auf meiner Website, wir haben selbst einen Podcast, ich mache ihm Vorträge. Also ich glaube, ich kann schon einigermaßen mich ausdrücken und bin ja sehr dankbar dafür und finde es auch ganz cool, wenn man da quasi nachhaltig was mitnehmen kann aus so einem Sportlerleben, weil ich finde es immer ja, traurig oder teilweise erschütternd, wenn man bei anderen Sportarten, die halt in der aktiven Zeit wahnsinnig viel Geld verdienen und super prominent sind und nichts Nachhaltiges für später irgendwie mitnehmen können. Und deswegen finde ich das ganz gut, wie das bei mir läuft. Ich verdiene nicht viel Geld aktiv, aber ich denke, ich habe sicher nachhaltig was aufgebaut mit dem Vorträgen, Seminaren und so weiter. Christoph, wir kommen zum Schluss. Du hast den Podcast erwähnt. Kannst du dazu noch einen Ton sagen, was es damit auf sich hat? Ich blende das nochmal kurz ein hier. Der Name ist Sitzfleisch, sehr passend. Was macht ihr da? Auf dem Foto sind der Florian und ich. Er ist Betreuer von mir, schon einige Male beim RAM mit dabei gewesen, beim Race Around Austria, aber fährt auch selber. Zum Beispiel rund um Niederösterreich, 600 Kilometer, hat er zweimal schon selbst absolviert. Und wir machen das mit sehr viel Humor und verwenden Originaleinspieler, haben natürlich auch immer wieder mal Gäste aus dem Langstrecken-Ultracycling-Bereich und erzählen einfach von unseren Erfahrungen, von seinen Erfahrungen als Hobbyfahrer, von meinen Erfahrungen als, sagen wir, Langstrecken-Profi. Und ist, glaube ich, auch ganz, ganz eine gute Geschichte, um beim Radlfahren oder beim Trainieren einmal reinzuhören. Wo finden wir das? Überall, wo es Podcasts gibt? Oder Christoph, wo kann man das abonnieren? Auf deiner Website? Genau. Und genau. Der Christoph Loris fragt noch, wo kann man die Mütze, wo kriegt man die her? Auf meiner Homepage. Kann man die kaufen? Alles klar. Hat sich die Werbung schon gelohnt, genau. Sehr gut. Vielleicht ist eben unser Podcast und gibt es auch ein Radl-Trikot dazu und ein Cappy. Christoph, wir kommen zum Schluss. Ich habe nicht alles gesagt, was ich hätte sagen können zu dem Buch. Es gibt noch viel mehr da drin. Aber die Zeit ist um. Wir haben jetzt 1,5 Stunden gesprochen. Danke für deine Zeit. Ich habe ja gesagt, es dauert 1/2 Stunde, ne? Ja. Ich war mir nicht mehr sicher, ob du gesagt hast, 1/2 oder 1,5 Stunden, aber ich muss auch sagen, wir hätten noch so viel mehr Gesprächsstoff über die Technik am Radl, über die Optimierungen am Rad, die ganzen Details könnte man auch noch wahrscheinlich 1 Stunde zusätzlich reden, aber ich habe jetzt schon ein bisschen Hunger gekriegt. Ja, also meine Zuschauer hätten dir das wahrscheinlich vorher gesteckt, die hätten gesagt, das schafft er nie in 1/2 Stunde. Aber lass uns doch so machen, Christoph, wir setzen uns jetzt hinter unsere Suppenschüsseln und wir machen einfach nochmal ein zweites Ding. Vielleicht, wenn wirklich die Radfahrerzeit da ist, dann können wir ja im Frühjahr jetzt nochmal zusammenschließen für 1/2 Stunde. Genau. Und vielleicht wirklich so Sachen wie, weißt du, Sitzfleisch, Sitzpolster, Hose, Radschuhe. Das sind ja alles Sachen, da können wir so viel von dir uns ablauschen. Lass uns doch da nochmal eine Sendung machen. Sehr gern. Wirklich gern. Alles klar. Okay, prima. Dankeschön, Christoph. Wir machen Schluss an der Stelle und ich kann einfach nur sagen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass ihr dabei wart und die Geduld auch habt, dass wir das hier in dieser Tiefe machen dürfen mit unseren tollen Gästen. Und dann wünsche ich euch, ja, bleibt gesund in diesen Zeiten, kommt gut über den Winter und bis dann. Ciao. Tschüss, Christoph. Ciao. Alles Gute. Dankeschön. Ciao.